Königshofen, eine idyllische Kleinstadt in Nordschwaben. Aber was ist denn das? Oh, ein Heavy-Metal-Festival, wie kommt denn das dahin? Tja, einmal im Jahr findet hier das Keep It True Festival statt, wo dann ganz alte Bands sich wieder zusammenraufen und für jung gebliebene Fans Krach machen oder Heavy Metal halt machen. Es ist immer affenlaut, den Leuten gefällt es aber offenbar. Dresscode, wie man sieht, Jeansjacke oder ausgewaschenes T-Shirt. Ja, das ist die Tauberfrankenhalle, eine Sporthalle, wo das Ganze mit Unterstützung des örtlichen Sportvereins stattfindet. Von der Tribüne aus gesehen sieht das so aus. Da sind die Leute, die sich die Musik anhören und wer CDs oder Platten kaufen will, findet hier eine Börse. Ganz großartige Sache. Das Wetter war dieses Jahr zum Glück gut, sodass man auch draußen sich schön unterhalten konnte. Da war es zum Glück nicht so laut und ja, das Dörfchen bevölkern konnte, den Umsatz steigern konnte. Hier ist der Verkehrsübungsplatz. Dieses Jahr fuhr hier niemand. Aber ja, auf der Speisekarte stand ja, für mich als Vegetarier Reis mit Scheiß oder Pommes oder Kartoffelsalat oder Käsebrötchen. War aber okay, Pommes sind eh immer gut, gehen immer. Draußen gab es auch noch inzwischen einen Biergarten dieses Jahr und ganz viel Idylle. Die Mutigen, die noch nicht so alt dafür waren, haben gezeltet. Es gab ganz viele Autos mit metallischen Nummernschildern. Ja, am zweiten Tag, das ganze Festival dauert immer 2 Tage, war der Hallenboden schon in Mitleidenschaft gezogen. Es wurde weiter Lärm gemacht, wie hier zum Beispiel von Artisan. Den Leuten hat es auch hier gut gefallen. Das ist jetzt vom ersten Tag Alan Tecchio als Gastsänger bei Sacral Rage und hier am zweiten Tag mit Heathens Rage, ein ganz großartiger Sänger. Und das ist jetzt die vorletzte Band, ja, Titan Force mit Harry the Tyrant Conklin. Und den Leuten gefiel das auch gut, bevor dann der Höhepunkt mit Riot 5 kam. Ich habe zwischendurch auch mal einen kleinen Abstecher nach Tauberbischofsheim gemacht, ein kleines idyllisches Städtchen, wo mir dann auch prompt Donny van Steven entgegenkam. Sehr irritierend, aber ja, da konnte man sich dann etwas entspannen, ein Eis essen, weißes Schokoladeeis, ganz lecker. Und das Geld, was ich noch übrig hatte, habe ich dann in der CD-Börse in Schallplatten bzw. hauptsächlich CDs angelegt. Tja, so läuft das. Vielen Dank an die Veranstalter und Helfer und die Bands für ein schönes, gemütliches Wochenende mit lauter Musik.